in winterlichen Tiefen erwarmt des Geistes wahres Sein. Es gibt dem Weltenscheine durch Herzenskräfte Daseinsmächte. Der Weltenkälte trotzt erstarkend das Seelenfeuer im Menscheninnern. Also was sehr, sehr Kraftvolles. Das Licht wird zur Wärme in den Herzenskräften und schließlich zum Seelenfeuer. Also es geht ganz in den Willen hinein. Noch einmal zur Wiederholung. In winterlichen Tiefen erwarmt des Geistes wahres Sein. Es gibt dem Weltenscheine durch Herzenskräfte Daseinsmächte. Der Weltenkälte trotzt erstarkend das Seelenfeuer im Menscheninnern. Ja, danke erstmal. Noch eine Kleinigkeit, bitte, die, die nicht sprechen, immer die Mikrofone ausmachen, dann gibt es auch keinen Hall. Ja, und das heißt jetzt, dass ich jetzt weitermachen kann mit der Wiederholung vom letzten Mal. Ja, fein. Weil ich mich ja gemeldet habe. Ja, sehr fein. Super. Ja, also wir haben das zweite Kapitel der Philosophie der Freiheit gelesen, also bis zum Schluss. Das Kapitel lautet Der Grundtrieb zur Wissenschaft. Und ich habe heute so den Untertitel mir so zurechtgelegt, so auf der Suche nach dem Ursprung des Denkens, weil das eine Voraussetzung war vom vorigen Kapitel, wenn wir ein Bewusstsein erlangen wollen über das menschliche Handeln, dass wir da eben des Denkens Ursprungs einmal ergründen sollten. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie viel ich wiederholen soll von dem ganzen Kapitel. Ich versuche es einmal in groben Zügen, weil die Doris das letzte Woche so schön gemacht hat. Es ist ja so, nachdem wir überall nach einer Klärung der Tatsachen suchen in unserem Leben, da spalten wir uns in zwei Teile, grob gesagt. Also das eben das Ich und die Welt, die wir wahrnehmen. Und wir versuchen hier wieder einen Zusammenhang eben zu finden. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, oder nicht verschiedene Möglichkeiten, sondern wir sind in der Lage, jetzt zu erkennen, dass wir Möglichkeiten suchen, wieder zu einer Einheit zu kommen. Und es äußert sich eben in dem Dualismus, der eigentlich keinen Zusammenhang finden kann von Ich und Welt, weil er die als zwei grundverschiedene Wesenheiten ansieht. Und dann gibt es noch die Anschauungen des Monismus, wo es drei verschiedene Arten gibt, eben der eins, also zwei. Also das sind so einseitige Monismen, dass man sagt, ja, man wird zum Materialist, der den Geist leugnet, der Spiritualist muss, der leugnet eben die Materie. Und dann die dritte Form des einseitigen Monismus, der im einfachsten Wesen Ich und Welt eigentlich vereint sieht. Und letztes Mal haben wir gehört in der Zusammenfassung, dass der Monismus
also die materialistische Weltauffassung nicht zu einem Ergebnis führt. Und wir haben dann weitergelesen, wie es eigentlich mit dem Spiritualismus steht. Also mit der zweiten Form des Monismus. Der Spiritualist, der leugnet die Materie und fasst die Materie als Produkt seines Geistes auf. Das Problem ist, wenn er dann in der Welt einen Erfahrungsinhalt sucht, muss er durch sein Handeln sich mit der sinnlichen Welt auseinandersetzen. Und da wird es für ihn halt schwierig, oder er muss zugeben, dass es auch noch etwas anderes gibt als das Ich in ihm. Rudolf Steiner bringt dann ein Beispiel für einen extremen, absoluten Idealismus, den Fichte dargelegt hat, weil der hat ein ganzes Gedankengebäude oder Weltgebäude entwickelt aus dem Ich heraus. Die Gefahr des Spiritualismus liegt ja eigentlich dort drinnen, dass er in seinen Ideen hängen bleibt und nicht durch die Ideen, die er sich bildet, in die geistige Welt, also eine geistige Welt eigentlich gar nicht sehen kann. Also das Ich verhakt sich in diesen Ideen, das nennt man den einseitigen Idealismus. Und da bringt Rudolf Steiner das Beispiel von Friedrich Albert Langes, der ein Buch geschrieben hat über die Geschichte, glaube ich, des Materialismus hat das geheißen. Was ganz interessant ist, weil in meiner Erfahrung, also wo ich Jugendlicher war, irgendwie so eine ähnliche Vorstellung gehabt habe, nämlich die, dass der Materialismus ganz recht hat, indem er sagt, unser Gehirn produziert eigentlich die Gedanken. Und der Herr Langes hat dann aber gesagt, dass der Körper oder die Materie, das Gehirn auch, also unsere ganzen Sinne, eigentlich nur Wirkungen sind von unserem Geist. Ja, und das betrachtet Rudolf Steiner dann wie die Geschichte des wackeren Münchhausen, indem er sich selbst am Schopfe packt und daraus zieht aus dem Dilemma. Ja, die dritte Form des Monismus habe ich eh schon angedeutet. Das ist die, dass man im einfachsten Wesen eigentlich Materie und Geist vereint sieht. Es ist halt so, dass man sich dann natürlich auch fragen kann, wie kommt dieses einfache Wesen, das einfachste Wesen, damals war das kleinste einfache Wesen das Atom, heute ist es ja mittlerweile noch kleiner. Wie kommt jetzt so ein einfaches Wesen wie das Atom dazu, sich in zweifacher Weise eben zu äußern? Wir müssen uns eigentlich klar sein, dass dieser Gegensatz, der uns auftritt von Ich und Welt, eigentlich in unserem Bewusstsein
entgegentritt. Allein in unserem Bewusstsein. Das passiert eben in der menschlichen Entwicklung, das haben wir letztens auch gehört in Wortmeldungen, dass im Lebensalter von einem Menschen von 2,5, 3 Jahre zum Beispiel das Kind anfängt, eben ich zu sich zu sagen, ja, oder in diesem Lebensabschnitt das erste Trotzalter liegt. Ja, der Mensch geht ja in seiner Entwicklung durch verschiedene Punkte durch, die natürlich auch fließend sind, wo sein Bewusstsein sich vergrößert und er aber immer mehr Abstand auch zur Natur eben gewinnt. Also der Mensch löst sich von der Natur und dafür erhält er ein Bewusstsein. Und Rudolf Steiner sagt jetzt, dass wir, oder wir können es auch eigentlich selber spüren, dass wir fühlen, dass wir noch zur Natur gehören. Das heißt, bei diesem Loslösungsprozess, den wir von der Natur genommen haben, da haben wir etwas mitgenommen. Und dieses Naturwesen, sagt jetzt Rudolf Steiner, das müssen wir jetzt in uns aufsuchen, damit wir den Zusammenhang zwischen Ich und Welt wieder finden. Nachdem der Dualismus, unser Inneres zur Natur als fremdes Wesen ansieht, versucht er eben das innere Wesen auch immer an die Natur anzukoppeln. Nur das gelingt nicht, weil er sagt, das ist etwas Fremdes, das ist etwas ganz anderes, das ist nicht naturgleich. Und Rudolf Steiner schreibt jetzt, dass wir eben die Natur in uns erkennen müssen. Dann wird Da ist mir eingefallen noch der Goethe, der sagt, nur Gleiches erkennt Gleiches, was ich da in diesem Zusammenhang finde, das passt ganz gut, weil wenn wir in uns die Natur erkennen, dann werden wir auch draußen sozusagen die Natur, das Gleiche erkennen. Also zum Schluss dieses Kapitels kommt noch ein Satz, wo Rudolf Steiner eigentlich hier fast ja, von einer Bedingung spricht, weil er sagt, wir müssen an einen Punkt kommen, wo wir uns sagen können, ich oder hier ist nicht mehr bloß das Ich, sondern hier liegt mehr als ich. Was natürlich eine große Frage ist, ja, weil ich kann natürlich sagen, im Wir, da braucht es jede einzelne Individualität und eigentlich ist die Gemeinschaft dann
mehr, ja, mehr als das Ich. Das könnte, aber das möchte ich nur als Frage hinstellen, das möchte ich jetzt nicht als, das könnte eben das Mehr sein. Wichtig ist, dass wir erkennen, was in unserem Bewusstsein eben vorhanden ist oder was lebt sich in unserem Bewusstsein aus, würde ich sagen. Besser schaffe ich es jetzt nicht. Ergänzungen bitte. Ja, wow, vielen Dank. Ich fand das sehr anschaulich. Also ich glaube, ich werde mir deine Zusammenfassung nochmal anhören im Nachgang. Sehr, sehr klar. Vielen Dank. Schön. Danke. Danke, bitte. Sehr schön, bitte. Danke. Danke, ja. Super. Ja, bitte. Aber wir haben jedenfalls auf eine spannende Reise geschickt jetzt. Ja. Ich habe bei dem letzten, wenn ich es ergänzen darf, wir müssen an einen Punkt kommen, wo wir uns sagen können, hier sind wir nicht mehr bloß ich. Dieser Satz, da habe ich immer auf mich geguckt nur und geguckt, wo finde ich mehr in mir, als was ich bin. Und dass da es auch die anderen Menschen sein können, das finde ich interessant. Das war ein Aspekt. Es ist noch eben dieser andere Aspekt, der mir noch gekommen ist. Also was Natur in mir sein kann, weil ich kann ja eigentlich mit meinem Ich oder mit meinem Bewusstsein kann ich jetzt nicht meinen Magen zum Beispiel oder meine Leber hier beeinflussen. Ne? Also hier ist noch etwas in mir, was auf jeden Fall ein Naturwirken ist. Ne? Das kann man auf jeden Fall sagen. Vielleicht geht es auch darum, um das hier aufzuspüren. Ja, das dachte ich immer. Ja. Aber das kann beides sein. Ja, nein, es ist irgendwo vorher, ist einmal auch das so ähnlich gefallen, dass diese Spaltung sogar unser Wesen, nämlich die Spaltung in Ich und Welt, sogar uns selber betrifft, in dem Sinn, dass unser Körper zum Teil eben uns auch etwas Äußerliches ist, bis zu einem gewissen Grad. Also eben zum Beispiel die Leber, in der sind wir mit unserem Ich irgendwie bewusst zumindest nicht drinnen. Aber wir können uns natürlich irgendwie von außen anschauen, zumindest der Chirurg, wenn er es aufmacht. Also es hat dann auch so dieses naturhaft Gegenständliche, dem wir gegenüberstehen, auch. Also das heißt, wir stehen selber mittendrin in dieser Spaltung. Also es geht nicht nur um die Spaltung sozusagen, unser Körper steht der Welt gegenüber, sondern auch unser Ich steht zum Teil unserem Körper vielleicht gegenüber, so als Erlebnis irgendwie. Ich würde da sagen, vielleicht, dass das der Grund ist, warum wir immer nachdenken wollen oder warum es zum Beispiel bis ins Extrem gehen kann, dass sich die Gedanken immer nur kreisen und nicht aufhören, zum Beispiel. Also, dass der Körper praktisch bedingt, dass ich mich mit meinem Gehirn auseinandersetzen muss und nicht sagen kann, einfach schalt ab oder sowas, sondern mein Gehirn sagt dann, gut, dann denke ich eben was anderes und dann muss ich wieder aktiv denken. Und mich anstrengen, sage ich mal, irgendwie, um zu einer Lösung des Gedankenproblems zu kommen. Ja, das ist ja eher eine spannende Frage heute, halt, ja, bezüglich Hirnforschung und so. Die Hirnforschung sagt, okay, das Gehirn denkt und macht das alles. Und wir haben aber das Gefühl, ich denke. Also wo ist das? Wir haben eigentlich nicht das Gefühl, dass wir nur zuschauen, was das Gehirn macht. Also da stehen wir irgendwo mitten in der Problematik schon drinnen. Also
die Gehirnforschung von Südamerika, also Santiago de Chile, ist anders, oder? Dort hat ein Neurobiologe, Humanbiologe, Hirn ganz anders erklärt, oder die Denktätigkeit, beziehungsweise zuerst mal einfach nur das Nervensystem, wo er dann gezeigt hat, dass die Gedanken eigentlich draußen sind. Aber ich wollte zu diesem mehr als ich noch etwas sagen, was mir jetzt eingefallen ist, wenn ich euch zuhöre. Wir haben ja begonnen mit dieser mit diesem Faust oder egal, mit dieser Figur in Faust, ich weiß nicht, wer genau das spricht, mit diesem Dualismus, und dieses mehr als ich bedeutet für mich nichts anderes als Dualismus zu überwinden. Also dieser Zustand der Spaltung ist jetzt nichts Wünschenswertes, nichts Ethisches auf eine Art, aber es bringt uns erst zur Frage der Freiheit und Ethik. Nur das mehr als ich sehe ich als gerade Lösung dieses Dualismus, als etwas, was uns wieder zur Einheit mit der Welt bringt. Matthäi, Faust selber spricht diese Worte. Jeder Mensch, ja, danke. Ob Mann oder Frau, jeder Mensch dieser Kulturepoche, könnte man sagen, unseres Zeitalters, dafür steht er. So gelehrt er auch sein mag, der Mensch, er kommt an diese Schwellensituation, da nützt ihm das Schulwissen nichts mehr, da steht er dann davor und weiß nicht mehr ein noch aus. Da steht er dann, der arme Tor, und ist so klug als wie zuvor. Ne? Ja, damit also, fängt es an, ja. Genau. Ich habe das schon so lange zurückgelesen, dass ich nicht mehr wusste. Nein, ich sag's mir, es ist die Hauptfigur selbst, sagt diese. Ja. Das ist eines der berühmtesten Zitate mit den zwei Seelen. Man muss auf eine Art alles verlernen, was man gelernt hat, an dieses mehr als ich zu finden. Ja. Auf eine Art. Ja. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ich möchte noch gern zum David sagen, weil er nochmal das wiederholt hat. Ich muss gestehen, dass ich diesen Satz, nachdem ich dann ihn nicht verstanden habe oder weil es mir ein Rätsel war, ich ihn dann grammatikalisch versucht habe eben zu lesen, und in diesem Satz kommt dreimal das Wort wir vor, und ich habe mir gedacht, dann habe ich es mir halt wirklich, habe ich die sinnliche Welt herangezogen und gesagt, was heißt eigentlich wir, ne? Und stimmt. So ist diese Idee entstanden. Krass, okay. Das geht bestimmt, das ist auch eine Methode mit der Grammatik, weil Steiner hat einmal gemeint, dass jeder Satz an einer bestimmten Stelle in der Philosophie der Freiheit steht und dass man den eigentlich nicht versetzen kann und an eine andere Stelle im Buch. Und daraus schließe ich vielleicht, dass das irgendwie alles, jedes Wort geordnet ist in den anderen Wörtern drin, so also als System vielleicht oder so, oder als Organ. Organisch halt. Das, was du jetzt gesagt hast, David, erinnert mich an, wenn Mozart seine Oper aufgeführt hat in Wien, hat der Kaiser gesagt, es ist schon gut, aber es gibt ein bisschen zu viele Noten. Und er hat dann sich gefragt, welche soll er rausschmeißen. Und hier ist auch etwas so gemacht, dass wirklich, je mehr man sich vertieft, ja, desto mehr kommt das zum Vorschein, ja. Dass wirklich jeder Satz sich entwickelt aus allem, aus Ganzen zusammen. Da ist vielleicht auch interessant, da gibt es ein Zitat von Steiner, ein Walter Johannes Stein irgendwie hat es gefragt, ihn, was übrig bleibt von seinem Werk nach tausenden von Jahren. Und da hat Steiner gemeint, ja, das ist nur die Philosophie der Freiheit. So irgendwie lakonisch. Und aber daraus könnte man die ganze Anthroposophie ableiten, also aus diesem einen Buch. Ja, hier möchte ich dann sagen, also der Walter Johannes Stein hat gesagt, ja, was bleibt übrig? Hat Steiner gesagt, nur die Philosophie der Freiheit. Aber wenn man die Freiheitstat tut, den ich beschrieben habe, dann fließt die ganze Anthroposophie jemandem zu.
Also ja, wenn man also das Ich findet, was mehr ist als ich, dann kommt alles zu sich. Ja, das ist gut. Ich habe, es gibt ja in der Karte, der sagt ja, ich denke also bin ich. Es gibt auch einen Philosoph, der hat gesagt, ich werde gedacht, also bin ich. Also das der Karte, ich denke, also bin ich, das ist also cogito ergo sum. Und dieser andere Philosoph, seinen Namen habe ich jetzt nicht, ist cogitor ego ergo sum. Also ich werde gedacht, also bin ich. Und wenn man da darüber nachdenkt, was man selber tut, als ich, was ich tue, ja, sehr vieles, der Peter, stimmt das? Ich dachte, du heißt anders, aber da steht Peter. Peter, ja, Peter ist richtig. Ja, der sagt ja, vieles in meinem Organismus, habe ich überhaupt kein Bewusstsein davon, wie mein Herz und oder mein Leber oder wie mein Blut wirkt im Körper, im Organismus. Und trotz bin ich das auch irgendwie. Oder wenn man im Auto sitzt und wenn man bremst oder wenn man von links nach rechts geht, man ist ja gar nicht mit seinem Ich dabei, aber trotzdem kann man so durch das Verkehr fahren. Und ja, es gibt also auch noch, ich werde auch gedacht. Ich denke nicht nur, also bin ich, aber ich werde auch gedacht, also bin ich. Aber das entwickelt sich ja weiter in Philosophie der Freiheit auch. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich es so uralt mal sagen darf. Da gibt es ein Mantra von Steiner und er sagt darüber, das kann alle anderen Meditationen ersetzen sogar. Mhm. Und der erste Teil, das sind drei Teile und der erste Teil heißt, es denkt mich. Ja, das ist das Gleiche auch, ja. Ja, ja. Deshalb, wenn das alle Meditationen ersetzen kann, ist das vielleicht schon ein sehr großer Punkt. Wenn das Gehirn so rum und herum geht, was jeder mal erfahren kann, dann ist es sehr gut, diese Meditation zu machen, wenn man sich denkt, ich werde gedacht, also bin ich. Stimmt, dann, das ist das Gegenteil. Dann wird man schläfrig. Dann hört es auf. Genau, ja. Gutes Schlafmittel mit einem Wort. Ja. Und das Witzige ist, wenn man also denkt, ich werde gedacht, also bin ich, das denkt man wieder selber. Ich denke, ich werde gedacht, also bin ich. Und dann hat man diese Schlange, die sich selber im Schwanz beißt. Letztes Mal haben wir auch in der Runde ja wen vernommen. Ich weiß nicht, Jack, du warst es nicht, ne? Weil du warst letzte Woche nicht da. Ich war nicht da, nein. Du warst nicht da. Wo gesagt hat, ja, das Ich ist eine Illusion. Ne? Ich habe darüber auch ein bisschen nachgedacht. Das ist, also ich will es ja nicht gleich definieren, dass es nur eine Illusion ist, aber es hat zumindest so weit angeregt zum Denken, dass wir Ich zu uns sagen, aber eigentlich ja gar nicht so richtig wissen, was dieses Ich ist. Ne? Weil vielleicht ist ja Ich die Welt und die spiegelt sich nur in mir. Ne? Mhm. Also, das könnte ja durchaus sein. Also das wäre dann auch ein mehr Ich. Ne? Wir sagen nur jetzt zu uns, weil wir so konditioniert sind. Aber jetzt kommen wir an diesem Punkt. Steiner fragt ja am Ende des ersten Kapitels, wo ist der Ursprung des Denkens? Und es geht ja darum, dass wir das wahrnehmen. Also können wir diesen Ursprung des Denkens wahrnehmen? Und dann sind wir jetzt bei Kapitel 3. Also
wenn wir diesen Ursprung des Denkens wahrnehmen können, ja, dann weiß man auch, ob ich eine Illusion ist oder nicht. Weil man dann sich selbst sieht oder wahrnimmt oder erlebt. Jetzt bin ich aber schon gespannt, was du heute gehabt hast. Gehen wir weiter, François? Ja, ja. Lesen wir ein Stück weiter. Ich wollte nur noch sagen, ich habe das nachgeschaut. Franz von Baader. Ja, das ist Franz von Baader mit Doppel-A. Mhm. Man kann das so denken, ich werde gedacht, Klammer auf, vom Absoluten, Klammer zu, daher bin ich, also bin ich. Ja. Und der hat 50 bis 100 Jahre vor Rudolf Steiner gelebt. Ja. Nur, dass man es genauer zuordnen kann. Ich kann das gar nicht. Danke. Sehr schön. Ich war im Herbst in Berlin im Steinerhaus. Da hat, wie heißt er? Schwassian. Wie heißt er? Karen Schwassian. Ja. Hat einen sehr schönen, genau über diesen Satz. Er hat, es ging ja über Corona und er hat gesagt, wir müssen geistige Immunität müssen wir uns erschaffen. Und dann hat er einen ganzen Vortrag genau über diesen Satz gehalten. Es war sehr schön. Er hat auch gesagt, dass dieser Mann war ja ein Anthroposoph, wie heißt das, wenn man ein Anthroposoph schon ist, aber es gibt noch keine Anthroposophie. Ah, ja, okay. Ja, genau. Sehr schön. Richtig. Ja. Ein Mensch vielleicht. Ein Mensch, ja. Genau. Genau. Ja, wer möchte den lesen? Das war ein Stück. Ich bin schon gespannt, bin schon unruhig. Ich melde mich freiwillig. Sehr gut. Sehr gut. Das Denken im Dienste der Weltauffassung. Wenn ich beobachte, wie eine Billardkugel, die gestoßen wird, ihre Bewegung auf eine andere überträgt, so bleibe ich auf den Verlauf dieses beobachteten Vorganges ganz ohne Einfluss. Die Bewegungsrichtung und Schnelligkeit der zweiten Kugel ist durch die Richtung und Schnelligkeit der ersten bestimmt. Solange ich mich bloß als Beobachter verhalte, weiß ich über die Bewegung der zweiten Kugel erst dann etwas zu sagen, wenn dieselbe eingetreten ist. Anders ist die Sache, wenn ich über den Inhalt meiner Beobachtung nachzudenken beginne. Mein Nachdenken hat den Zweck, von dem Vorgange Begriffe zu bilden. Ich bringe den Begriff einer elastischen Kugel in Verbindung mit gewissen anderen Begriffen der Mechanik und ziehe die besonderen Umstände in Erwägung, die in dem vorkommenden Falle obwalten. Ich suche also zu dem Vorgange, der sich ohne mein Zutun abspielt, einen zweiten hinzuzufügen, der sich in der begrifflichen Sphäre vollzieht. Der letztere ist von mir abhängig. Das zeigt sich dadurch, dass ich mich mit der Beobachtung begnügen und auf alles Begriffe suchen, verzichten kann, wenn ich kein Bedürfnis danach habe. Wenn dieses Bedürfnis aber vorhanden ist, dann beruhige ich mich erst, wenn ich die Begriffe Kugel, Elastizität, Bewegung, Stoß, Geschwindigkeit und so weiter in eine gewisse Verbindung gebracht habe, zu welcher der beobachtete Vorgang in einem bestimmten Verhältnis steht. So gewiss es nun ist, dass sich der Vorgang unabhängig von mir vollzieht, so gewiss ist es, dass sich der begriffliche Prozess ohne mein Zutun nicht abspielen kann. Weiter, oder? Ich glaube, ja. Fragen wir, ob... Ja, halten wir mal inne. Halten wir inne, ja, weil es ist eher lange, ja. Ein schöner Absatz. Ja. Und das ist eine schöne Beschreibung einfach. Einfach eine ganz, ganz objektive Beschreibung, was man erleben kann. An so einem einfachen Beispiel, oder mit dieser Billardkugel zu zeigen, dass es Prozesse gibt, die einfach gegeben sind, ohne mein Zutun. Dann gibt es aber einen Prozess, den ich gestalte und der sich nur mit meinem Zutun ergibt. Das heißt also, dass etwas zu verstehen, das ist schon eine Freiheitstat. Nur wenn ich will, kann ich jemanden oder etwas verstehen. Und wenn ich das nicht will, dann wird es einfach nicht passieren.
Ja, genau. Weil diese Begriffsbildung und das alles passiert nicht, wenn ich es nicht will. Und selber passiert es nicht einfach. Und für mich stellt sich das so dar, dass man teilnehmen kann oder nicht. Das eine ist, was äußerlich passiert, das andere ist, dass ich bewusst sage, okay, da bin ich dabei, denkend, so. Und ich glaube, wir erleben ja beides im Alltag. Mal sind wir passiv, können gar nicht mehr sagen, was wir eben so, welche Anziehsachen die Menschen hatten, die man eben noch gesehen hat. Und anderen Mal studiert man das ganz aufmerksam. Das ist was ganz anderes. Ja, ja, es ist sicher auch ein anderes Erleben, wenn ich mich aktiv innerlich beteilige. Das ist sicher ein Unterschied. Erst dann kann ich überhaupt etwas verstehen. Ich kann zum Beispiel, ich sehe das in der Pädagogik, oder? Egal welche Begriffe du gibst, wenn die Kinder nicht beginnen zu denken dabei, erschaffen sie keine Begriffe und auch dann kein Verständnis von der Tätigkeit. Natürlich können sie eine Technik lernen, aber dieses Verstehen ist so Teil von unserer Natur. Ich meine, die kleinen Kinder, die stellen nonstop Fragen. Nonstop wollen sie verstehen. Und wenn das einmal getötet wird durch pädagogisches System, das kein lebendiges Denken erzeugen kann, weil die Lehrer einfach an pädagogischen Fakultäten nicht mal diesen Begriff haben und nichts davon wissen und die Lebewesen vor sich selber nicht verstehen und sehen, dann können sie einfach lebendiges Denken gar nicht erzeugen. Aber ohne das verstehen die Jugendlichen nichts. Sie können anstarren, irgendwas Geometrisches, Mathematisches, aber sie müssen mit mir denken, dass sie verstehen. Und das liegt in der Natur, deswegen ist das Freiheit drinnen. Ja, Jacques, du hast das schon gesagt. Es ist schon drinnen in unserem Wesen. Ich meine, Kinder haben das schon in sich. Ja, ich sehe da einen starken Bezug zum ersten Kapitel, wo der Steiner immer wieder fragt, ja, ist nicht ein Unterschied bei einer Tat, wo ich weiß, warum ich sie tue, oder überhaupt, ich würde sagen, dass ich sie tue, aber das, wenn ich zu denken da anfange, da weiß ich ganz klassisch, ich bin jetzt tätig. Also da bin ich ganz wach dabei, dass ich tätig bin, und da weiß ich auch, dass ich tätig bin. Nicht, dass es irgendwo kommt, sondern wenn ich nicht aktiv wäre, kommt es einfach nicht. Während der äußere Vorgang, der läuft ganz für sich ab. Da. Aber das Denken darüber eben überhaupt nicht, sondern da muss ich ganz wach sein und sagen, ich will jetzt denken darüber. Also ich tue es halt jetzt einfach. Und da bin ich mir bewusst, ich tue es. Also vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Und das ist lebendiges Denken, wenn ich versuche zu verstehen, wenn das schon zur Freiheit gehört. Das ist jetzt eine Frage an. Also sagen wir so, es ist Denken auf jeden Fall. Ob es jetzt wie lebendig ist, ist vielleicht noch die Frage. Aber ich finde da das Interessante ist, also da bin ich mir ganz bewusst, ich bin es, der tut. Sonst passiert es einfach nicht. Ja, also dieses Denken würde ich noch nicht sagen, das ist schon lebendiges Denken, weil Steiner geht ja wie immer weiter mit dem Denken in diesem Buch bis zum intuitiven oder reinen Denken. Und das würde ich dann deuten als lebendiges Denken. Aber auch das einfache Denken, etwas zu verstehen, das muss man ja auch schon wollen. Man kann auch sagen, das ist schon lebendig Denken, weil die meisten Leute, die denken überhaupt nicht. Das geht, die gehen ja nur, die machen nur einfach mit oder die fließen mit und das ist dann noch kein Denken. Ja, und das ist vielleicht ein Unterschied, wenn ich nur aus der Erinnerung irgendwelche Gedanken habe, das habe ich dort gelesen und gelernt irgendwo und ich sage es auf, dann heißt das noch nicht, dass ich wirklich aktiv denke. Ja. Aber das bringt für mein Empfinden jetzt auch noch einen interessanten Aspekt hinein. Wenn ich so wirklich denke, dann ist aber da auch der Wille drin. Ich muss es wollen. Wenn ich es nicht will, dann passiert es einfach nicht. Aber schon vorkommt doch, dass man sich vor dem Denken die Begriffe erst einmal sich schafft. Das ist jetzt, glaube ich, in dem Kapitel so, wie ich das verstanden habe. Ich kann nicht denken, wenn ich keine Begriffe davon habe. Aber wie kommen die Begriffe dann zustande? Die Begriffe kommen zustande durch Beobachtung.
Und durch den Willen. Also da müssen wir weiterlesen. Ja, das kommt vielleicht noch. Ich will gerne noch nur darauf aufmerksam machen, dass Steiner hier anfängt, phänomenologisch wahrzunehmen. Also ich sage immer so wie Goethe das Pflanzenleben phänomenologisch sich studiert hat, so studiert Steiner hier sein eigenes Gedankenleben. Und diesen Untertitel in der Philosophie der Freiheit ist ja seelische Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode. Und diese naturwissenschaftliche Methode, das ist ja Goethes Naturwissenschaft. Mhm. Und das ist Phänomenologie. Und hier fängt Steiner an, mit diesem Beispiel phänomenologisch sein eigenes Gedankenleben wahrzunehmen, zu studieren. Und das ist dann auch unsere Aufgabe, das zu tun, dass wir alles, was Steiner hier als Beispiele uns gibt, dass wir das auf unser Selbst beziehen und dann das wahrnehmen. Was passiert denn eigentlich mit mir, wenn ich Billardkugeln oder so etwas sehe? Ich fand es schon faszinierend, wie er da so in die Einzelheiten hineingeht. Ja, aber das also, Faszinierende ist genau eine Beobachtung. Eine wahnsinnig genaue Beobachtung, da wäre ich nie drauf gekommen und da steht man da, ja stimmt, ja gut, super. Mhm. Also man ist dann auch gespannt, was dann noch kommt. Also ich finde das faszinierend. Ja, es ist eigentlich gar keine theoretische Erklärung, wie was wo, sondern einfach eine ganz aufmerksame Beobachtung. Mhm. Ende. Ich habe schon gehört. Achso, Ende, okay. Ich habe schon gehört, Billard sei ein okkultes Spiel, also das ist was verborgen drin. Und vielleicht hat es Steiner genau deswegen genommen, weil man da sehen kann, dass eben nichts passiert erstmal, wenn ich nicht dran teilnehme. Und daher ist es eine wissenschaftliche Objektivität dabei an dem Vorgang, wenn ich so einen Kö nehme und eine Billardkugel anstupse. Und dann erst passiert, was und vorher passiert nichts. Das ist ja in der realen Welt nicht so. Es passiert dauernd irgendwas. Bloß das Billard ist objektiv praktisch, beschreibt diesen Vorgang, ob ich anfange, aus meinem eigenen Willen zu denken oder ob ich nichts mache. Und das ist in dem Spiel verborgen vielleicht, denke ich mal. Aber noch was ist dann interessant, weil er ja das auch wieder das Denken darüber beginnt, eigentlich im Grunde auch ganz objektiv betrachtet. Also da stellt er sich eigentlich im Grunde sich selber irgendwie objektiv gegenüber. Was spielt sich da in mir ab? Ich sehe an diesem Beispiel einfach unglaublich einfach gezeigt, dass ich das Beobachten nicht denken ist und dass Begriffe nicht vor dem Denken da sind. Wären sie Begriffe da, dann gäbe es eigentlich gar keine Freiheit. Ich müsste sie denken. Aber hier wird gezeigt, ich kann ja nur beobachten, wenn das Denken über das hinausgeht, über diese Beobachtung, bei diesen Kugeln zum Beispiel, erzeuge ich erst diese Begriffe. Sonst wäre ich ja gar nicht frei. Und hier sehe ich die Willenstätigkeit des Denkens. Ich erzeuge die Wirklichkeit dieses Geschehens da. Also das Geschehen ist schon ohne mein Zutun da, aber mit meinem Zutun verstehe ich Begriffe und verstehe ich dadurch, begreife ich dieses Geschehen. Das ist an diesem Beispiel unglaublich klar gezeigt, dass die Begriffe nicht da sind und ich muss sie denken, sondern ich mit meiner Tätigkeit erzeuge sie. Und dann verstehe ich ein Geschehen. Ich nehme praktisch etwas wahr, und dann durch meine Geistestätigkeit, das ist wahrscheinlich der Geist irgendwo vielleicht auch ein bisschen, nehme ich Elemente aus der Sprache und füge die zusammen zu einem Begriff. Und dann habe ich praktisch durch Denken einen Begriff gebildet, der mit der Wahrnehmung in Übereinstimmung ist. Und wenn ich dann nachher darüber nachdenke, wie ich das gemacht habe, das ist unheimlich schwierig, ich habe das auch schon mal versucht. Ja, das kommt dann später. Also Ich will nur noch auch darauf aufmerksam machen, dass er kommt ja mit diesen Billardkugeln und
Das ist ja auch ein Bild, weil der Materialismus war am Höhepunkt so in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts. Dass diesen ganzen Weltmodell, dass es Atome sind ja wie Billardkugeln und die verhalten sich mechanisch. Wenn man alle Beispiele von Steiner durch dem ganzen Buch so guckt, dann sieht man, dass es anfängt mit Billardkugeln, wie so ein Atommodell, und es endet dann im 14. Kapitel mit, wie kann man eigentlich ein anderer Mensch verstehen? Und das geht immer so höher und höher und höher. Also von Billardkugeln, mechanisches Menschbild, nach wie kann man eigentlich ein anderer oder verstehen? Da ist auch eine Folge drin. Also ich verstehe es so, also wie die Frage, ich habe das jetzt nicht, oder die Meldung von der Malschan Margit, nicht ganz, oder jetzt aufgegriffen, dass die Begriffe ich auch durch eine Wahrnehmung eigentlich habe, ja, weil den Begriff der Kugel oder des Stoßes, das muss mir auch einmal irgendwer gesagt haben. Also das ist eine Wahrnehmung. Und hier taucht aber ein zusätzliches Bedürfnis auf, nämlich wenn ich die Begriffe in Verbindung bringe. Das heißt, was hat jetzt der Stoß, die Geschwindigkeit zu tun, mit der Kugel, wie berührt sie die anderen, also dass ich eine Verbindung suchen muss, so verstehe ich, ne? Den Satz, wo steht, in eine gewisse Verbindung gebracht habe, also erst, das interessiert mich, da entsteht ein Bedürfnis, wie ich die einzelnen Begriffe eben verbinde und da beginnt das Denken, weil das kann mir zwar vielleicht schon ein anderer erklären auch, aber das muss ich selber nachvollziehen können, weil sonst kann ich es nicht umsetzen. Ne? Ja, aber was ich mich schon dabei frage, ist, wo kommt zum Beispiel jetzt der Begriff der elastischen Kugel her? Das war jetzt so irgendwie wie eine Wahrnehmung oder was kam. Aber ich frage mich, kann ich den Begriff elastische Kugel begreifen, ohne dass ich den mir in Gedanken bilde, den Begriff? Oder kann ich den einfach fertig übernehmen? Ja, durch die Beobachtung. Zuerst muss die Beobachtung sein, dass sie elastisch ist, würde ich mal sagen. Oder ich habe es gelernt. Von jemandem. Ja, also richtig, wenn es einfach einmal gelernt hat, ist etwas, was ich aus dem Gedächtnis abrufe. Dann ja, ist mit den Begriffen, es ist ja so, ich glaube, er geht darauf hinaus, dass zum Beispiel bei einem Spiel vorausberechnen kann, wie das eben sein wird, wenn ich die und die Kugel da anstoße. Da gibt es so super Filme, wo da genau der geometrische Formen sind, was berechnet wird. Ja. Das ist dann wahrscheinlich das reine Denken, wenn man dann keinen Begriff davon hat und jemand steht davor, der kann das nicht beobachten. Währenddessen der schon Begriffe hat, der kann das Denken und auch dementsprechend vorausberechnen. Ja, ja. Na, mir geht es nur um das eine, um die Frage, muss ich mir nicht vorher auch den Begriff der Kugel genauso denkend ins Bewusstsein erzeugt haben und den Begriff zum Beispiel Elastizität und elastische Kugel, weil wenn ich nicht begriffen habe, was das ist, ist es eigentlich ein leeres Wort, wäre es. Ja, genau. Ja. Vielleicht kann man unterscheiden zwischen Wörter und Begriffe. Das kommt alles noch später. Also ich würde jetzt sagen, lese weiter. Genau. Wer liest jetzt? Ja. Next, please. Also ich kann auch lesen. Ich kann mal lesen. Ah, super. Also. Ob diese meine Tätigkeit wirklich der Ausfluss meines selbstständigen Wesens ist oder ob die modernen Physiologen recht haben, welche sagen, dass wir nicht denken können, wie wir wollen, sondern denken müssen, wie es die gerade in unserem Bewusstsein vorhandenen Gedanken und Gedankenverbindungen bestimmen,
wird Gegenstand einer späteren Auseinandersetzung sein. Vorläufig wollen wir bloß die Tatsache feststellen, dass wir uns fortwährend gezwungen fühlen, zu den ohne unser Zutun uns gegebenen Gegenständen und Vorgängen Begriffe und Begriffsverbindungen zu suchen, die zu jenen in einer gewissen Beziehung stehen. Ob dies Tun in Wahrheit unser Tun ist oder ob wir es einer unabänderlichen Notwendigkeit gemäß vollziehen, lassen wir vorläufig dahingestellt. Dass es uns zunächst als das Unsrige erscheint, ist ohne Frage. Wir wissen ganz genau, dass uns mit den Gegenständen nicht zugleich deren Begriffe mitgegeben werden. Dass ich selbst der Tätige bin, mag auf einem Schein beruhen. Der unmittelbaren Beobachtung stellt sich die Sache jedenfalls so dar. Die Frage ist nun, was gewinnen wir dadurch, dass wir zu einem Vorgang ein begriffliches Gegenstück hinzufinden? Machen wir vielleicht Stopp kurz, oder? Wobei? Ich würde sagen, stopp einmal kurz. Ja. Niemand ist angeschaut. Ja, David. Vielleicht kann man das mit dem vorigen Kapitel in Zusammenhang bringen. Da meint er irgendwo der Erkenntnisdrang, der aus Unzufriedenheit entsteht, hat jeder Mensch in sich irgendwo Natur gegeben. Und dass dieser Erkenntnisdrang halt erfüllt wird, dann das gewinnen wir vielleicht dadurch. Also nichts. Ich habe da jetzt nichts Konkretes mehr. Ein Gefühl, ein Zufriedenheitsgefühl, wenn ich was erkannt habe oder wenn ich ein Matheproblem gelöst habe oder sonst was. Na, mir fällt auf jeden Fall auf, dass er da in der Beschreibung wahnsinnig vorsichtig ist, nicht zu viel hineinzulegen. Also er sagt gar nicht definitiv, es ist unsere Tätigkeit. Er sagt nur, wir empfinden es so. Also er sagt das noch ganz, ganz vorsichtig einmal. Zunächst, ja. Zunächst, erscheint. Ja, also, aber das ist ja ganz toll, Phänomenologie. Also einfach beobachten. Und nicht gleich den Schluss, ja, also ich bin tätig. Sondern er beobachtet eigentlich nur, ich habe die Empfindung, selber tätig zu sein dabei. So spüre ich das. Ob es stimmt oder nicht, lasse ich noch ganz offen. Also mir ist ganz spontan gekommen auf die Frage, was gewinnen wir dadurch, ist mir sofort eingefallen, Tätigkeit. Weil wenn ich jetzt diese, also schon vom Grammatikalischen jetzt wieder her, weil das sind alles Substantive, die er davor vorher hat, also Kugel und Bewegung, Stoß, Geschwindigkeit. Und wenn ich die miteinander verbinde, brauche ich eigentlich ein Tätigkeitsort. Was macht denn jetzt die Kugel mit der anderen? Oder deswegen ist mir da spontan eingefallen, Tätigkeit gewinne ich. Zusätzlich bin auch der es denkt halt. Ne? Also ich bin selber tätig. Ja. Ja, das ist sicher die spannende Erfahrung. Ich fühle mich im Denken selber tätig. Und er lässt aber trotzdem noch offen, ob das wirklich so ist oder ob es vielleicht doch einer ist, der uns tut oder ich weiß nicht, wie ich es nennen sollte, wenn wir vorher vom Gedachtwerden sprechen. Vielleicht ist es ein freilassender Absatz, der einen dazu anregen will, erstmal überhaupt ganz vorsichtig diese Denktätigkeit, die man wahrscheinlich eben nur ganz irgendwie subtil, irgendwie ganz leicht wie so ein Windhauch oder so, halt dann virtuell in meinem Kopf beobachten kann,
vielleicht will er das anregen, dass man das irgendwie mal guckt, wo ist dieses Windhäuchle da. Also. Ja, na, es ist so fast ein Musterbeispiel dafür, ja nicht ein Vorurteil schon hineinzutragen. Und zu sagen, so ist es und so muss es sein, weil ich so gewohnt bin und so habe ich es gelernt und dann muss es so sein. Dann beobachte einfach nur. Es ist ja bis zum heutigen Tag, glauben viele Menschen, dass wir nicht tätig sind, sondern dass unser Gehirn nur tätig ist. Ja, ja, das ist ja heute fast gängige wissenschaftliche Anschauung, mit wenigen Ausnahmen, aber die meisten gehen davon aus, dass das Gehirn denkt und das Gehirn ja. tut. Und eigentlich fragt man sich dann, warum sind wir überhaupt als Zuschauer da? Eigentlich kann man nach Hause gehen und das Gehirn machen lassen. Bei uns in Holland haben wir ein Buch, Dick Swaap, ich weiß nicht, ob es auch in Deutsch übersetzt ist, das heißt, wir sind unser Gehirn. Und in diesem Buch beschreibt er also, ist es ein Bestseller, viele Bücher ja. verkauft, beschreibt ja. er dann, wie Gedanken entstehen durch Gehirnprozesse. Ja. Und Steiner wollte natürlich, dass jeder Mensch anfängt, wirklich genau wahrzunehmen. Also erst wenn wir wahrgenommen haben, dass ich es bin, der tätig ist, dann kann man auch wirklich sagen, dass es so ist. Bis dann muss man nur sagen, ja, es scheint so, dass es so ist. Ich empfinde es, aber bis jetzt haben wir es ja noch nicht wahrgenommen. Er lenkt total die Aufmerksamkeit darauf, das jetzt zu beobachten. Mhm. Da habe ich jetzt eine Frage an den Jack. Ja. Wenn ich so empfinde, dann habe ich es nicht wahrgenommen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Weil es ist ja eine Wahrnehmung, meine Empfindung. So verstehe ich auch irgendwie den ja, Satz. Es ist jetzt dahingestellt, wie es wirklich ist. Aber zumindest spielt sich so in meiner Empfindung ab, dass ich... Ja, du hast sicher deine Empfindung wahrgenommen und die Empfindung ist, ich tue. Ja, und das kann noch Schein sein. Das kann noch Schein sein. Das müssen wir also weiter erforschen. Ja, ja. Das macht der Steiner ja auch in den nächsten Absätzen. Peter, es sieht auch so aus, als würde sich Sonne um die Erde drehen als Wahrnehmung und doch akzeptieren wir das nicht mehr. Also es ist wirklich, ich liebe auch diese feinen Unterschiede. Also ja, es ist Empfinden, es ist Wahrnehmung, das ist ohne Frage, das steht auch hier ohne Frage, aber auch die Sonne dreht sich um die Erde herum durch die Wahrnehmung. Ja, für mich ist das eh so. Gehen wir weiter. Ja. Wer möchte jetzt lesen? Sonst lese ich mal ein bisschen. Ne? Mhm. Es ist ein tiefgreifender Unterschied zwischen der Art, wie sich für mich die Teile eines Vorganges zueinander verhalten, vor und nach der Auffindung der entsprechenden Begriffe. Die bloße Beobachtung kann die Teile eines gegebenen Vorganges in ihrem Verlauf verfolgen. Ihr Zusammenhang bleibt aber vor der Zuhilfenahme von Begriffen dunkel. Ich sehe die erste Billardkugel in einer gewissen Richtung und mit einer bestimmten Geschwindigkeit gegen die zweite sich bewegen. Was nach erfolgtem Stoß geschieht, muss ich abwarten und kann es dann auch wieder nur mit den Augen verfolgen. Nehmen wir an, es verdecke mir im Augenblick des Stoßes jemand das Feld, auf dem der Vorgang sich abspielt. So bin ich als bloßer Beobachter ohne Kenntnis, was nachher geschieht. Anders ist das, wenn ich für die Konstellation der Verhältnisse vor dem Verdecken die entsprechenden Begriffe gefunden habe. In diesem Falle kann ich angeben, was geschieht, auch wenn die Möglichkeit der Beobachtung aufhört. Ein bloß beobachteter Vorgang oder Gegenstand ergibt aus sich selbst nichts über seinen Zusammenhang mit anderen Vorgängen oder Gegenständen. Dieser Zusammenhang wird erst ersichtlich, wenn sich die Beobachtung mit dem Denken verbindet. Genau.
Soll ich weiter oder machen wir hier wieder eine Pause? Also es ist dann eigentlich eine ganz, ganz schöne Aussage. Vielleicht sollten wir die ehren. Mhm. Machen wir es. Ja, es ist wieder schön, ja. Weil da fällt mir dazu ein, am Dottenfelder Hof in diesem Jahreskurs hatten wir zum Beispiel tagtäglich morgens haben wir uns immer auf den gleichen Hügel gestellt und immer in die gleiche Richtung geschaut. Berge, Taunus, Wolken, also einfach versucht, das, was ist, zu sehen, jeden Tag. Und dann auch immer haben wir morgens wiederholt, ja, was war gestern, was war vorgestern und so weiter. Und da ist es, ja, es ist eine Grundübung fürs bewegliche Denken. Das war ja eben mal Thema. Ne? Also was, eben war ja mal die Frage im Raum, was ist Lebendiges? Ist das schon lebendiges Denken oder nicht? Und hier sehe ich dann schon die Gene, dass wenn ich teilnehme als Beobachter, das ist ja eine aktive Geschichte, dann kann ich etwas beurteilen, auch wenn ich es auf einmal nicht mehr sehe. Und da geht das ja los. Und deswegen wollte ich das mal kurz ehren an dieser Stelle. Ich möchte gern nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir jetzt den Erkenntnisprozess studieren. Also wenn man diese Frage, was gewinnen wir dadurch, dass wir zu einem Vorgang ein begriffliches Gegenstück hinzufinden, was wir jetzt machen ist, was gewinnen wir dadurch, dass wir zu dem Erkenntnisprozess ein begriffliches Gegenstück hinzufinden. Das ist ja die ganze Zauberei in diesem Kapitel, dass wir nicht nur ein allgemeiner Vorgang studieren, sondern dass wir einen ganz bestimmten Vorgang den begrifflichen Gegenstück finden wollen, nämlich zu diesem Erkenntnisvorgang. Das heißt, wir fangen zu begreifen an jetzt. Ja, also, und das sagt also, dieser Zusammenhang wird erst ersichtlich, wenn wir die Beobachtung mit dem Denken verbinden. Also wenn wir den Erkenntnisprozess mit dem Denken verbinden, dann steigern wir uns. Und das ist, was wir tun, wenn wir diesen Kapitel tun hier. Ja, vielleicht lesen wir das den nächsten Absatz noch. Da glaube ich, wird es eher sehr schön zusammengefasst. Wer liest jetzt? Soll ich noch diesen Absatz lesen? Lies ihn noch, ja. Also, Beobachtung und Denken sind die beiden Ausgangspunkte für alles geistige Streben des Menschen, insofern er sich eines solchen bewusst ist. Die Verrichtungen des gemeinen Menschenverstandes in die verwickelsten wissenschaftlichen Forschungen ruhen auf diesen beiden Grundsäulen unseres Geistes. Die Philosophen sind von verschiedenen Urgegensätzen ausgegangen. Idee und Wirklichkeit. Subjekt und Objekt, Erscheinung und Ding an sich, Ich und Nicht-Ich, Idee und Wille, Begriff und Materie, Kraft und Stoff, Bewusstes und Unbewusstes. Es lässt sich aber leicht zeigen, dass allen diesen Gegensätzen der von Beobachtung und Denken als der für den Menschen wichtigste vorangehen muss. Wenn der da so einen Querschnitt durch alles Leben irgendwie zeigt, kann man vielleicht sagen, Erkennen ist Leben. Ja, Erkennen ist Leben, denke ich auch. Erkenntnis, Wissen zu leben. Ich würde jetzt noch mal einen Satz betonen, rot unterstreichen, den finde ich so toll. Beobachtung und Denken sind die beiden Ausgangspunkte für alles geistige Streben des Menschen, insofern er sich eines solchen bewusst ist. Ja, das Letzte ist ja wichtig.
Wir haben also auch unbewusst geistige Streben. Ja, finde ich auch. Was für mich hier in diesem Absatz das Wichtigste ist, ist, Menschen verlieren oder viele Philosophen und so weiter verlieren sich in allen diesen Gegensätzen, die sind aber sekundäre Gegensätze, die kann man sozusagen spekulieren oder nicht oder erforschen, aber dieser Gegensatz, also Beobachtung und Denken, wird hier herausgehoben. Also der ist primär, der ist wie, so sind wir, so finden wir uns vor. Also sind wir nicht Menschen. Da kann man vielleicht auch so ganz grundlegend die ganze Philosophie auf diese zwei Grundsäulen auseinanderwickeln oder klambüstern und dann vielleicht die ganzen Irrtümer im Vergleich zur Philosophie der Freiheit in anderen philosophischen Büchern finden. Ja, hier kann man auch sehen, dass Philosophie der Freiheit ist phänomenologische Erforschung des Erkenntnisprozesses, also in diesem ersten Teil. Und alle andere Philosophie ist meistens Spekulationen. Es sind die Gedanken von Philosophen, die dann so immer weitergehen. Ja, aber da ist überhaupt keine Theorie dahinter. Es ist eine Beobachtung im Grunde. Alles, was wir lesen hier in Philosophie der Freiheit, können wir an unsere eigene Körper, an unsere eigene, wie sagen wir, das können wir selber, wie sagt man das auf Deutsch? Erleben, erfahren, erleben. Eigene Erfahrung, ja. Es ist nichts, was wir nicht erfahren können. Und ja, also wenn ich etwas lese in Philosophie der Freiheit, was ich dann glauben muss, weil ich es noch nicht erfahren habe, dann kann man immer ein Experiment, entweder ein Gedankenexperiment oder ein Wahrnehmungsexperiment, sich denken, wo man das dann auch erfahren kann. Also alles, was Steine hier sagt, muss man erfahren können. Und wenn man es noch nicht erfahren hat, kann man ein Experiment machen, dass man es auch erfahren kann. Das ist immer meine Absicht, wenn ich Philosophie der Freiheit Seminare gebe. Und eigentlich schon, wenn wir das Ganze tun, ist Beobachten und Denken aber auch von Anfang an dabei drinnen, weil sonst würde ich ja gar nicht begreifen, was ich da beobachte. Also das heißt, ich übe es trotzdem auch das Denken in Wahrheit, weil, aber nicht indem ich eine Theorie hineintrage, sondern indem ich überhaupt begreife, was ich beobachte, weil sonst würde ich es gar nicht begreifen, oder? Ja. Das könnte vielleicht der Schritt vom unbewussten geistigen Streben zum bewussten geistigen Streben sein. Ja, weil da ist es mir jedenfalls bewusst in dem Moment. Ja. Wenn ich so nicht denke, dass es zum Beispiel keinen Geist gibt, nur eine Seele und einen Körper oder so ähnlich, wenn ich so eine Anschauung habe, kann ja sein, und dass ich dann alles seelisch erkläre und strebe so, wenn man die Begriffe im Extrem nimmt, unbewusst geistig, weil ich alles aus der Seele erfahre. Und sobald mir dann der Begriff des Geistes hinzukommen würde, ganz extrem zu Ende gedacht gesehen, würde mein Streben bewusst. Natürlich kann der Begriff des Geistes auch ein Erlebnis irgendwo beim Spaziergang sein oder sowas. Muss auch ein Erlebnis werden, sonst ist es wieder nur eine Annahme, wenn man. Okay. Ja, wobei er da ja noch so Begriffe wie Geist, Seele und so weiter im Grunde draußen lässt oder nur sehr, sehr weit offen lässt. Also er sagt ja gar nicht, was das ist. Und das ist gut auch so, weil es dann wirklich Beobachtung ist und dann muss ich zum Denken anfangen. Und nur das, was ich jetzt da wirklich denke, das zählt sozusagen, was ich anlässlich dieser Beobachtung denke. Nichts weiteres, also nicht das, was ich gelernt habe vorher, nicht die Vorurteile sozusagen, die dadurch aufgenommen haben, das ist alles weg. Zwei oder mehr Jahrtausende Philosophiegeschichte ist im Grund weg. Weil er nimmt sie zwar schon als Exemplare rein, aber sie zählen eigentlich nichts, sondern denk da und jetzt. Das ist lebendiges Denken. Das ist auch eine Antwort. Wenn man im Jetzt wahrnimmt und die Begriffe dazu denkt, das ist lebendiges Denken. Ja, hier so und wie jetzt. Ich es verstehe. Ja, hier und jetzt.
Und selbst wenn ich schon in der Vergangenheit einmal gedacht habe, muss ich trotzdem jetzt wieder hier denken. Ich finde das total spannend. Darum ist eigentlich so das Buch, also das ist mein Finger, ich kenne es schon lang, wenn ich es jetzt wieder lese und immer wieder mal lese, ich muss es immer wieder jetzt denken, ansonsten hat es keinen Wert. Ja, stimmt. Es ist ja phänomenologische Forschung. Immer wieder. Ja. Können wir nochmal eine andere Alltagssituation finden? Also wir hatten ja das Beispiel mit den Billardkugeln und jetzt kam dann nochmal der Hinweis, dass lebendiges Denken dadurch charakterisiert ist, dass man im So-Sein denkend teilnimmt. Ist es das? Und Begriffe aktiv hinzutut? Also, können wir dann nochmal ein anschauliches Beispiel finden? Also was du gemacht hast, da jeden Morgen gucken, wie die Wolken oder Nicht-Wolken da sind, das ist ja im Jetzt und Hier Denken, was man sieht. Und jetzt, um das nochmal wirklich ganz anschaulich zu machen, man schaut jetzt in die Wolken und man würde jetzt zum Beispiel sagen, da ist eine Wolke, die besteht aus gasförmigen Elementen und die sind ja, wenn sie wärmer sind, steigen sie auf, wenn sie kälter sind, müsste die Wolke runterkommen und da sie sich bewegt, muss Wind im Spiel sein, ja, wie ist das mit dem Wind und so weiter. Also all diese Gedankenspiele, wäre das ein gutes Beispiel, oder? Ich glaube, noch konkreter wäre es, wo ist der Schatten von der Wolke jetzt gerade? Weil wenn ich so anfange irgendwie, ja, das ist eine so und so Wolke und die kommt, vielleicht ist so und so hoch und so, das ist ja alles schon wieder irgendwas, was ich auswendig gelernt habe. Ja, stimmt. Kann ich jetzt mal ein Beispiel fragen? Und zwar, wenn ich einen Schrank kaufe, der zusammengebaut werden muss und ich die Gebrauchsanweisung durchlese und die weglege, und dann wieder den Schrank zusammenbauen ohne Gebrauchsanweisung. Das ist doch dann aktives Denken, oder? Stimmt. Das ist aktives Denken. Bei mir ist das aktives Tun. Ich baue immer zuerst was falsch zusammen, dann muss ich wieder die Hälfte auseinanderbauen. Und danach weiß ich es dann. Aber vielleicht muss man ein Experiment machen und die Bedienungsanleitung nur maximal 30 Sekunden lang lesen. Ja, dann hat man sie nicht auswendig gelernt. Dann wird es denken. Vielleicht ist ein gutes Beispiel dafür, mir ist jetzt gerade eingefallen, wenn man zum Beispiel Lebewesen betrachtet. Ich als Halbbiologe oder Ganzbiologe betrachte ich sehr gern diese Lebewesen. Und denk dir vor, dass du jetzt ein Lebewesen siehst, das du noch nie gesehen hast. Dann ist reine Wahrnehmung da, du betrachtest. Und irgendwann beginnst du, darüber hinauszugehen und entwickelst du durch das Denken, was du siehst, zum Beispiel eine Biene, nehmen wir, du hast die Biene nie gesehen, betrachtest du sie über das ganze Jahr, willst du über die Biene alles wissen, wenn du sie ganz genau betrachtest. Also, oder alles ist ein Beispiel dafür, auch ein Kreis. Kreise siehst du nirgendwo. Die entstehen als Begriff nur durch deine Tätigkeit. Du kannst 1000 Kreise sehen und keinen sehen, solange du nicht darüber nachdenkst. Also eigentlich ist alles ein Beispiel dafür. Wirklich alles, was dir durch den Tag passiert. In der Nacht weiß ich nicht, wer es ist, aber am Tag ist es sicher so. Jetzt möchte ich nochmal nachfragen da, weil wir, glaube ich, so ein bisschen unterschiedliche Richtungen haben. Das eine ist es, die Dinge als Phänomen zu schauen, also so nach Motto eine Katze so anzugucken, als hätte man keinen Begriff von Katze, als Beispiel. Auf der anderen Seite war das beim Billardspiel ja so, dass man sich dann über Gesetzmäßigkeiten bewusst wird. Elastizität, Richtung und so weiter, Beschleunigung. Und diese Begriffe, die, weiß nicht, ob man die aus dem Phänomen so greifen kann. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn die Katze, ich beobachte eine Katze, und ich sehe, die wackelt mit dem Schwanz, und da, wenn ich Katzen kenne, und ich das interpretieren kann, weiß ja, jetzt fängt sie gleich an, mit der Tatze zu hauen oder zu beißen, weil die ist jetzt missgestimmt. Also die ist jetzt, die sollte man, wenn sie das so macht mit dem Schwanz, nicht mehr weiter streicheln. Und dann sieht man jemanden, der streichelt die, der ignoriert das mit dem Schwanz und dann wird die Katze was tun. Und ich als Beobachter habe es ja gewusst.
weil ich die Gesetzmäßigkeit kannte. Wie ist denn das jetzt einzuordnen? Also nochmal, Vorwissen versus rein als Phänomen anschauen. Versteht ihr? Das ist halt eben, dass wir keine Vorurteile in lebendigem Denken haben. Also wenn du Vorwissen nimmst, das ist, bevor du etwas siehst, schon weißt, was das ist, ist das ein Vorurteil. Begriffe werden nicht durch die Beobachtung, also werden, sind nicht in der Wahrnehmung drinnen. Die erzeugen wir. Also nehmen wir ja Kreis oder Biene oder egal welcher Begriff, Honig. Klar, man muss beobachten, aber man muss auch denken dabei. Ja. Also ohne das Denken geht es einfach nicht. Ja, und es ist aber ein großer Unterschied, ob ich eben aus der Erinnerung mir Gedanken heraushole, also zum Beispiel, ich schaue hin, Katze, klar, weiß ich. Aber denke ich da in dem Moment wirklich aktiv, was Katze ist, eigentlich, was Katze ausmacht, oder kommt da nur ein früher mal gedachter, gelernter Begriff herauf, der sich damit fast automatisch verbindet? Ja. Weil bei vielen Gegenständen ist es so, Glas, das ist sofort da. Da empfinde ich mich nämlich nicht so als intensiv denken, aha, Glas, der Begriff des Glases, was ist das? Ich schaue hin und sage Glas und weiß, es ist ein Glas. Jetzt ist meine Frage, denke ich den Begriff des Glases oder den Begriff der Katze in dem Moment wirklich aktiv oder ist das eben noch was anderes? Das eine ist eher ein Prozess, was du beschreibst, das andere ist eher eine produktive Zuordnung, oder? Also ein schnelles Objekt, also ein Zuordnen. Das ist das. Ja, weil Mateto hat das ja eh gesagt. Das ist natürlich ganz was anderes, wenn ich jetzt einem Tier begegne, zum Beispiel, das ich noch nicht kenne. Oder vielleicht ist es überhaupt nur ein Schatten, der im Wald über den Weg läuft und keine Ahnung, was das ist. Und ich grüble, war das jetzt ein Ungeheuer, ein Bär oder ein Wolf oder sonst was? Oder war es nicht der Schatten des Baumes, den ich gesehen habe? Also da spüre ich mich aktiv drinnen im Denkprozess sozusagen, zu ergründen, was ist denn das? Ja, in der Wahrnehmung sind nicht immer im Alltag, sage ich mal, bei den alltäglichen Gegenständen gegenüber spüre ich diese Aktivität nicht so stark. Aktivität müsste weitergehen, die darf nicht enden. Das andere ist ein Abhaken, ich habe es erkannt und jetzt dränge ich mich gar nicht mehr an, oder? Ja. Aber die Begriffsbildung ist eigentlich etwas, was in Gang gesetzt wird und jetzt läuft es eigentlich mal, oder? Jetzt läuft es an. Jetzt kann es immer tiefer werden. Meistens ist Begriffsbildung unbewusst. Ja. Meistens. Ja. Warum meinte Steiner, dass dieses die Freiheit in der Philosophie der Freiheit, das ist, wenn ich durch mein Denken meine Handlungen bestimme. Und wenn ich dann was gedacht habe und erkannt habe, muss ich ja handeln. Vielleicht gehört das schon zum Denken dazu, dass das Denken physisch wird oder wie Steiner in dem Vaterunser-Vortrag mal meinte, das große Opfer durch den Willen Gottes oder wo man sich was irgendwie am Ende, am totalen Ende der kompletten Entwicklung kommt. Und wenn ich dann was erkannt habe, dass ich dann halt vielleicht was anderes mache und oder erstmal dieses Denken, dieses Erkennen beobachte, ob es überhaupt stimmt, was ich erkannt habe. Ja, eben, ich glaube, es fängt sogar noch früher an, weil es ist eben der Unterschied, weil im Denken selber wäre ich schon tätig, wenn ich es wirklich aktiv mache, wenn es eben nicht so dieses bloße Wiedererkennen ist. Aha, Katze, da bin ich nicht sehr aktiv, aber wenn ich jetzt näher Katze, was, welche Art Katze, wie, was ist Katze, wenn ich da aktiv dabei bin, ist doch ein Unterschied drinnen. Also da bin aber da muss ich einen Versuch machen und wenn ich den Versuch mache, muss ich ja komplett alle Variablen in diesem Versuch praktisch beeinflussen, dass die so sind, dass diese These im Experiment zu einer Hypothese führt. Also das ist, ich muss ja komplett alles einplanen, was passieren könnte. Da könnte ein Blatt vom Baum fallen. Warum ist das jetzt nicht vom Baum gefallen? Es war nicht dunkel, weil das Blatt nicht vom Baum gefallen ist. Das Blatt hätte nur einen kleinen Schatten gehabt. Also und so weiter. Also ich finde das Beispiel mit den Wolken also ein sehr schönes Beispiel eigentlich und der Einwand von David auch, dass man den Schatten dann anschaut, man kann den Wind anschauen, den Sonnenstand und also wenn ich das alles irgendwie auf mich wirken lasse und vielleicht sogar darüber Aufzeichnungen führe, ne, dann kann ich irgendwann einmal
meine ich jetzt, besser als ein technisches Gerät zum Beispiel, weil das kann nur den Luftdruck messen, der kann schlagartig sich umändern für eine Wettervorhersage. Wenn ich aber viel mehr in Betracht sehe, also ich finde das Wolkenbeispiel einfach herrlich, also als Übungszweck. Ja, aber ich finde es leider kompliziert, also ich finde es gut, ich habe es erlebt, aber es ist sau kompliziert. Ja. Weil man da jeden Tag weitergeht und dann nach 7 Tagen zu rekonstruieren, wie war das an Tag 1, Tag 2, Tag 3, oh, das ist ein enormes Sortieren von Gedächtniskarten, sage ich mal so. Ich habe jetzt noch mal eine Frage, weil ich versuche es für mich ganz anschaulich zu kriegen. Und ich glaube, mit dem lebendigen Denken würde ich persönlich so rangehen, ich sehe eine Katze und würde mir sagen, also wenn ich jetzt aktiv wäre und nicht irgendwie so verträumt, würde ich sagen, so jetzt mache ich so ein bisschen mit den Worten von Steiner, jetzt kläre ich mich über das Katzenwesen erneut auf. Das heißt, ich unterstelle, das ist eine Katze, das ist kein Hund und sowas habe ich schon mal gesehen, Katze habe ich schon mal gesehen, aber ich schaue es jetzt nochmal neu an, um vielleicht einen neuen Aspekt zu entdecken. Also ich glaube, das wäre mir eine persönliche und auch konkret handhabbare Möglichkeit. So, wie klingt das für euch? Ja, sicher. Also für mich wird dabei aber deutlich, es hängt sehr davon ab, wie ich als Mensch dabei agiere, wie aktiv ich mich beteilige an dem. Also das macht einen riesen Unterschied, wird das machen. Also es wird nicht jeder genau das Gleiche oder die gleiche Intensität und die gleiche Tiefe erleben und den gleichen Umfang dabei. Einer sagt, aha, Wolken, ja, sehe ich jeden Tag, Ende. Also es macht schon einen Unterschied. Vielleicht ist der Moment, in dem ich rein denke, vielleicht ist das religiös bezeichnet der Christus. Und Steiner hatte mal eine Aussage getroffen irgendwo, dass wenn wir dem Christus praktisch so nachfolgen würden, wie es ideell ist, dann würde unser Körper das nur 3 Tage lang aushalten. Und das heißt, wir würden sterben, wenn wir die ganze Zeit rein denken können, in 3 Tagen. Und vielleicht tritt dieses reine Denken nur, wenn wir es wirklich hinkriegen im Versuch oder bei den Wolkenbeobachtungen oder so, vielleicht tritt es nur in dem Moment auf, wo wir es dann wirklich packen, sag ich mal. Weil so schwer, wie das sein könnte, das ist ja, ich nenne es die moralische Fantasie auch zum Beispiel. Das ist ja dann das Größte in der ganzen Anthroposophie, was es gibt, wenn das schon in der Philosophie der Freiheit so ein Mittelpunkt ist, meiner Ansicht nach. Ja, also wir sind sicher nicht ununterbrochen so intensiv drinnen. Das sind eher Momente, wo ich das so intensiv erfasse. Aber das machen wir nicht den ganzen Tag lang. Normalerweise würde ich sagen. Machen wir noch einen Absatz? Ja. Bitte? Ich lese ein Stückchen, wenn ihr wollt. Okay. Also was für ein Prinzip. Was für ein Prinzip wir auch aufstellen mögen, wir müssen es irgendwo als von uns beobachtet nachweisen oder in Form eines klaren Gedankens, der von jedem anderen nachgedacht werden kann, aussprechen. Jeder Philosoph, der anfängt, über seine Urprinzipien zu sprechen, muss sich der begrifflichen Form und damit des Denkens bedienen. Er gibt damit indirekt zu, dass er zu seiner Betätigung das Denken bereits voraussetzt. Ob das Denken oder irgendetwas anderes Hauptelement der Weltentwicklung ist, darüber werde hier noch nichts ausgemacht. Dass aber der Philosoph ohne das Denken kein Wissen darüber gewinnen kann, das ist von vornherein klar. Beim Zustandekommen der Welterscheinungen mag das Denken eine Nebenrolle spielen. Beim Zustandekommen einer Ansicht darüber kommt ihm aber sicher eine Hauptrolle zu. Punkt. Das
raschelt, Jacques. Ja, ich. Morgen ist ein neuer Kurs. Wir haben eine, wie sagen wir das? Ein ich soll es vielleicht so machen. Jetzt hören wir nichts. Habe ich etwas verpasst, Jacques? Du wolltest etwas sagen und dein Mikrofon ausgeschaltet. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich bin tätig, auch noch auf eine andere Weise. Nur ab und zu das Mikro ausschalten. Ja, wenn jemand liest, das wäre nett. Ja. Danke. Ist ja aber schon 9:30. Wir machen doch Schluss 9:30, oder? Wenn wir wollen, ja. Sonst wenn nicht. Wir wollen. Ja, 9:30 ist Schluss. Also ich würde vorschlagen, dass wir gleich noch einen Augenblick drin bleiben. Wir machen den Livestream gleich aus. So also können wir dann noch mal ein paar Minuten nachbesprechen. Entre nous. Und ja, jetzt haben wir eigentlich nur noch 3 Minuten. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal jetzt inhaltlich greifen sollten oder stehen lassen sollten und jetzt darüber sprechen, wer die Zusammenfassung machen will fürs nächste Mal. Das ist vielleicht am gescheitesten, dass das man nichts Neues anweist, weil in 3 Minuten wird nichts gehen. Mhm. Stress nur. Ja. Also wenn sich keiner meldet für die Zusammenfassung, bin ich so mutig und mache das. Ja, toll. Danke. Auf meine Art wieder mal. Ja. Schön. Ich kann auch noch einspringen, wenn du keine Zeit hast. Okay. Das kannst du das nächste Mal machen, David. Okay. Guti. Gut, dann würde ich den Livestream jetzt beenden. Und ja, vielleicht nochmal so in die öffentliche Runde. Es war für mich jetzt bisher das aktivste und energetischste und schnellste Ding im Bereich Online-Lesekreis. Also Hut ab, das war ganz schön dynamisch, also aus meiner Wahrnehmung. Ich fand das sehr, sehr schön. Vielen Dank erstmal. Ging mir auch so, danke. Und ciao. Es hat ja auch mit Billardkugeln begonnen. Warum waren wir so dynamisch wie Billardkugeln? Ah ja. Gut. Passt. Also ich fand es normal, aber ich bin vielleicht jünger als ja langsam. Nein, Spaß. Du meinst, wir sind ein altes Helm, oder wie? Keine Ahnung, es ist... In meinem Alter, da ist es noch mehr partymäßig abgestimmt, so ein Lesekreis oder sowas, finde ich. Da passt ja auch. Du bist noch elastischer als wir. Ja. 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 Ist ja anregend, ja. Ihr seid die Kugel und nicht elastisch. Gut, also ich schalte jetzt die Übertragung zu ab.